Moin moin liebe Buddebillen und herzlich willkommen zurück zum 13. Bundesligaspieltag. Ja, das ist schon ganz schön weit fortgeschritten hier die Hinrunde. Wir haben 31 Punkte und müssen gegen Schalke jetzt spielen und wollen auch gewinnen im besten Fall und die Torjägerliste weiterhin anführen mit Werner. Da schauen wir mal, wie wir dieses Spiel heute angehen. Der Werner ist nämlich schon ein bisschen angeschlagen, ne? War ja Champions League jetzt. Da haben wir auch den Selke verloren. Der hat sich ja den Knöchel gebrochen und fällt 3 Monate jetzt aus. So, und wir müssen jetzt hier umstellen. Ich würde sogar hier unten mal umstellen, dass der Kalirola ein bisschen spielt. Dann wollte ich den Shaqiri entlassen. Und wie machen wir das? Natürlich, indem wir nicht Garcia da hinsetzen, sondern... Wo ist er? Wo ist er? Da, Donati. Donati, Gebrselassie, Wunderbärchen. Und Garcia kommt auf die Bank für Shaqiri, sodass der hier mitgeht. Und dann, was machen wir dann? Das ist die Frage. Wir spielen erstmal so, würde ich sagen, also mit dem Team. Aber ich würde jetzt, weil das so die letzten beiden Male ziemlich gut geklappt hat, als ich in der Formation gespielt habe, mit der breiten Raute spielen. Das irgendwie sind mehr Tore entstanden. Ich weiß auch nicht. Hoffen wir mal, dass es besser wird. Jetzt ist mit Gebrselassie natürlich ein anderer da rechts. Aber mal sehen, was da rauskommt. Wir schauen mal. Alles in blau-weiß geschmückt hier in der Felddienst-Arena. Und Schalke will heute eine Abreibung, habe ich gehört. Boah, stark von Fabian. Stark. Stark von Fabian. Jetzt muss er bloß noch irgendwas machen hier. Boah, stark gemacht von Fabian. Eigentlich nicht. Aber okay, was soll's. Man muss die Jugend auch mal loben. Ich hoffe auf jeden Fall, dass diese Sturmduo jetzt halbwegs gut funktioniert. Gegen Lyon war es ja noch recht gut. Da musste aufgrund der Verletzung von Selke der Fabian ja reinkommen. Und hat das eigentlich ganz okay gemacht. Jetzt sollte Skuffé den Ball haben. Nach vorne spielen. Werner. Werner, sehr schön. Sehr schön, Werner. Sehr schön. Hau ab da. Hau ab. Lauf davon. Und Werner macht's. Jawohl. Die Nummer 24 trifft mal wieder ein 9. Saisontor für ihn. Da kam der Torwart raus. Werner wollte ihn umkreisen. Oder ich wollte ihn mit Werner umkreisen. Hab's nicht richtig geschafft. Hab aber einfach mal abgezogen. Tor 1-0. Zack, bumm, aus. Fertig. Gewonnen. Ja, so schnell ist das hier natürlich nicht vorbei. Wir müssen dann noch ein bisschen nachlegen. Am besten einen zweiten Treffer, einen frühen zweiten Treffer, sodass wir hier entspannt, also wirklich entspannt das Spiel nach Hause fahren können. Wird gegen Schalke, glaube ich, nicht so einfach. Denn das ist ja eine gute Mannschaft, ne? Jetzt ist ja auch mal wieder der Meier dabei da vorne. Da hat ja der Hajrović in der Champions League gespielt. Meier, da bin ich mal gespannt, wie der sich entwickelt. Das ist ja eigentlich auch ein absolutes Supertalent. Jawohl. Goretzka. Goretzka, komm da oben. Jawohl. Und ins kurze Eck und an den Pfosten. Das gibt's doch nicht. Hat da noch jemand dran? Nein, gibt Abstoß. Schauen wir uns nochmal an. Zack. Der hätte auch reingehen können. Ich hatte eigentlich gedacht, dass der Brand da links durchstartet, aber der hat sich ein bisschen weiter nach hinten gezogen. Oh je, das ging zu einfach, wie sie da durchgekommen sind. Ach, das war nichts, das war nichts. Komm, brech ab. Genau. Kurz vorher noch gestoppt. Nein, wieso lässt du den denn jetzt auslaufen, Donati? Jetzt gibt es auch noch eine gelbe Karte. Naja, bin ich mir nicht so sicher. Jetzt gibt es eine Ecke, ne? Sonst wäre es ein Freistoß geworden, wäre wahrscheinlich einfacher. Aber hier nochmal das Tor von Werner. Sehr schön. Könnte jetzt auch weggehen, die Wiederholung. Ich habe eigentlich schon gedrückt. Jawohl, jetzt geht's. Also, Eckball von Schalke. Oh nein, 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 nein. Nicht zum Tor, ne? Nicht so nah am Tor. Diese Eckbälle hasse ich. Stark gemacht von Durm. Brandt. Brandt.
Das war, ja, war schon optimistisch von Gebre, aber naja, was soll's, ne, wenn man's kann. Nein, das gibt's nicht. Wieso kann ich Brand denn nicht auswählen? Der wäre so schön nah da dran gewesen, aber ich konnte ihn nicht auswählen. EA, wieso tust du das? Immer schön mitlaufen. Dann wissen die nämlich auch nicht, was sie machen sollen. Verwirren wir sie. Und dann machen sie sowas hier. Der ist ja weit weg. Schalke ist bestimmt auch ein bisschen sauer, ne, dass ich den die Spieler hier wegkaufe. Mit Goretzka und Meier. Waren es ja jetzt nicht die schlechtesten. Oh, was ein Schuss. Und der saß aber. Schaut mal, wie das Mittelfeld aufgerückt ist bei denen. Ja, faul. Dankeschön. Dankeschön. Wer ist denn das mit der 2? Gleich mal eine gelbe Karte. Na, wer ist es? Friedrich. Marvin Friedrich. Ein Jugendspieler also. Ist das ein echter? Kennt ihr den? Oder ist das so ein generierter Jugendspieler? Komm, wir hauen ihn mal flach rein da. Gebre. Bietet sich keiner so an, wie ich das will. Ey, lol. Ey, das war doch ein astreines Foul, Alter. Wieso pfeift der das denn nicht? Ich hab schon wieder den Schiri nicht umgestellt, aber gut. Dann ist er ja sowieso nicht. Oh, zum Glück. Oh, zum Glück hat er den nach hinten geschossen. So, und Donati muss hier aufpassen, ne? Der hat schon gelb. Wenn die da ein bisschen durchdrehen auf den Außen. So, geht doch. Uiuiui. Brand. Schick den Turm mal los. So, und oben, Werner. Na los. Hast du. Nein. Da fehlte mir die richtige Antizipation, aber den Friedrich zum ausgedrängt. Oh, war das schön gespielt und dann kriegt der Donati das Ding nicht ins Tor. Das gibt es doch nicht. Ist das ein Rechtsfuß? Bestimmt, ne? So scheiße, wie er mit links gerade abgezogen hat. Ey. Ich war gerade so geflasht von diesem Spielzug. Und dann macht er den nicht. Nein, 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 nein. Mehr Kraft in die Pässe legen hier. Was ist da los? Oh. Sehr schön. Meier. Ach so, Halbzeit. Nun gut. Können wir wechseln? Müssen wir wechseln? Ich würde gerne den Shaqiri da auf rechts haben. Aber was machen wir da mit Werner? Komm, Werner, lassen wir noch mal ein bisschen spielen, dann wechseln wir den aus. Aber hier hauen wir erstmal. Nee, komm, Hajrović kommt da rein. Der kann das auch. Der kann das auch. So. Wir kommen dazu einfach durch, ne? Das ist der Wahnsinn. So, sehr schön. Oh Gott. Oh Gott, Fabian. Oh Gott. Ach komm, das war doch ein Foul. Nur weil ich gleich danach einen Ball bekommen habe, heißt das nicht, dass der Vorteil genutzt wurde. Ich hätte auf Abseits spielen sollen, aber ich konnte mich nicht entscheiden. Ich wollte das Risiko nicht eingehen. Dass er denn durch ist. Oh, puh, der kam sogar an. So, pass auf, außen. Ach, das war Abseits, ne? Ich glaube, das war Abseits, das sah so komisch aus. Nein! Ach, der Werner ist auch nicht mehr der, der immer war. Also, der ist schon ein bisschen ausgepowert jetzt im Laufe des Spiels, ne? Was macht der Donati da eigentlich? So. Ja, endlich pfeift er mal und er hat sich verletzt.
oder? So, geht doch. Jawohl! Oh, oh, das wäre doch mal ein Comeback von Brandt gewesen, wenn er den mal reinzimmelt. Dieser Brandt, der muss einfach mehr machen. Das gibt's ja gar nicht. Der ist irgendwie total abwesend in der Offensive. Muss ich mal schauen, wenn wir den Ball jetzt hier gewinnen und durch sind. Und dann da den Ball behalten. Nach oben. Mal schicken. Ein bisschen. Flanke. Die sieht ganz okay aus, aber naja. So, Leute, Anspielstation. Brandt. Jetzt. Ja, nein. Macht keiner was. So, muss ich jetzt erstmal die Rollen hier. Nee. Wie kann ich denn... Hä? Moment. Wie kann ich da zu Brandt gehen? Wie kann ich... Hä? Ohne Mist. Kann ich da nur Goretzka umstellen oder was? Bin ich jetzt doof? Was ist da los? Ah, hier muss ich raufgehen. Natürlich. Anweisung. So. Wie machen wir das? Defensiv soll er mitmachen? Nee. Ach so. Standardmäßig. Ja, ich sag mal, vorne bleiben. Oder was ist, komisches Menü hier irgendwie. Ausgewogene horizontale Verteilung. Haben wir mal. Ausgewogen, okay. Und hier Unterstützungsläufe. Abwehr überlaufen. Ja, komm, machen wir mal so. Dass er auf jeden Fall nach vorne rennt. Vielleicht kriegen wir da ein bisschen mehr raus. So, und Schalke wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen offensiver, oder? Oh, Fabian. Oh, jawoll! Jawoll, 2-0. Glück gehabt, du. Eine Vorlage von Fabian, das pusht ihn hoffentlich ein bisschen. Ja, und Werner macht sein 10. Saisontor, oder? Ich glaube, das ist das 10. Jawoll. Und das 2-0. Sehr schön. So, dann können wir jetzt auch auswechseln. Jetzt kann der Werner raus hier. Hat genug geackert. Wie viel haben wir eigentlich noch? Wir haben Hajrovic ausgewechselt. Können wir noch einen auswechseln? Nee, ne? Öztunali dürfte auch mal wieder spielen. Komm, machen wir das so. Kommt der Öztunali auch noch mal rein? Für Goretzka. Oh je. Nein! Och, wie schön wäre das denn? Hätten wir das durchziehen können hier. Das war sehr gut. Nein! Was ist denn mit dem Friedrich los hier? Marvin, was geht? Jawohl. Oh mein Gott. Oh. Ah, da hat es ihn zu weit nach außen getragen. Ich dachte eigentlich, dass er mit dem Ball nach innen läuft. In den Strafraum rein, aber irgendwie ist er ein bisschen abgekommen. So, Doppelwechsel. Werner raus. Er hat gut gearbeitet. Doppelpack von ihm. Da kann man nicht meckern. Jetzt darf Asifua nochmal nach seiner grandiosen Leistung in der Champions League, oder wo war das? War das Champions League? Ja, ne? Da darf er nochmal zeigen, was ansteht. Nee, es war Hertha. Gegen Hertha hat er so abgefeiert. So. Asifua macht's! Jawoll! Jawohl, und eine Rolle vorwärts und die Hände in die Höhe.
Jubidubidü. 3-0. Eiskalt. Eiskalt. Das war bereits sein 6. Bundesliga-Tor. Dafür, dass er so wenig gespielt hat, hat er. Jetzt hat er wieder die Torquote vom letzten Jahr, ne? Och, Menno. So, das Ding ist jetzt aber durch hier. Also, Schalke, sorry. Das wird nichts mehr mit euch. Der Zug ist abgefahren. Donati kriegt das Spiel, glaube ich, auch noch ohne Gelb-Rote über die Bühne gebracht. Was war das denn für eine Ballannahme? Wie hat er da denn sein Bein verkrampft? So. Fabian. Doppelpass. Asifua. Ach, schade. Ach. Ey, Asifua braucht aber auch lange zum Aufstehen, ne? Aber eigentlich sollte der Ball zu Fabian gehen. Was? Abseits. Ich wollte schon sagen, ja. Ein Foul ist anders. Brand. Kannst du mal was zeigen? Oh Gott, da kommt er doch ran. Da kommt er noch ran. Da ist der Asifua. Und der Meier macht's. Geiles Ding. Geiles Ding. 4-0. Gegen seinen Ex-Club trifft er nochmal. Zeigt, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat, hier zu Bremen zu kommen. Huiuiui. Ey. Breite Raute, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt dauerhaft sich so gut hält, aber bei FIFA ist das ja manchmal so, dass Veränderung einfach gut tut. Und ich glaube, die breite Raute war mindestens eine richtige Veränderung. Wie gesagt, ob es dauerhaft die richtige Lösung ist, weiß man nicht. Aber ich glaube, ich werde das jetzt erstmal so als Standardaufstellung einbauen. Auf jeden Fall ein guter Tipp. Danke dafür, auf jeden Fall Jumpplays TV. Oh, jetzt will ich es aber nicht versauen hier. 2-0. Nach vorne. Nach vorne. Komm, geht noch was? Hast du sie vor? Oder wer ist denn das da unten? Oh Gott. Oh. Ey, das wäre es jetzt gewesen. Verheirovic da nochmal durchgekommen und hast sie vor, hat den Ball erobert. Was ist da los? Was macht er auch? Na gut, Fabian hier. Oh, der ist. Das ist auch ein Tier. Das ist ein Tier. Den habe ich gefunden. Aus meiner Jugend. 4-0. Bayern hat gewonnen. 2-0. Jo, schauen wir mal, wie es den Hamburgern ergangen ist. Das ist ja unser Hauptkonkurrent im Meisterschaftskampf. Ey, wie abgefahren das klingt. Ach, Hamburg hat noch nicht gespielt. Die spielen jetzt wahrscheinlich. So, Italien will mich als Nationaltrainer haben. No. Ohne mich. Und wer ist abgestellt? Wen haben wir denn da mittlerweile hier schon abgestellt? Ach, das wird alles, ne? Das wird alles. Dann ist ja auch bald November ist jetzt gut. Ab Januar ist, glaube ich, die Transferphase, oder? Ich glaube, ab Januar erst. Dann Januar und Februar. Hoffen wir mal, dass wir bis da noch ein bisschen Geld bekommen, dass wir vielleicht noch einen neuen Stürmer verpflichten können oder so. Irgendwas würde ich gerne noch verpflichten. Goretzka ist erleichtert. Uiuiui. Habe ich da irgendwas gesagt? Philipp Fitzner, danke Chef. Ich hab dich doch gar nicht spielen lassen. Also richtig gut ist auf jeden Fall, dass Rüdiger hier angenommen hat. Ich bin froh, dass sie mich ernst genommen haben und mir Spielzeit in der ersten Mannschaft geben. Ja, habe ich nicht. Sorry, Fitzner. Habe ich nicht. Ohne Mist. Aber okay. So hat sich hier was getan. Brand gut dabei, Goretzka gut dabei, Süle. Zelalem, Massifua. Irgendwann, ne? Der Fitzner ist doch jetzt schon fast hier vor Öztunal. Das ist der Fitzner. Eigentlich muss ich den fördern. Ich wäre auch dafür, dass wir Öztunal abgeben. Also zumindest verleihen nachher. Wäre ich echt dafür. Krasse Scheiße. So, hier, komm, stellen wir noch schnell ein. Bright Route, Skate. Es läuft, Alter, was läuft? Es funktioniert auf jeden Fall. Also, wenn ihr noch gute Tipps habt, wie ich das Spiel noch verbessern kann, dann sagt's mir.
Bitte nicht den Tipp, dass ich mir Neymar, Messi oder Ronaldo kaufen soll. Ich glaube, die kann ich mir nicht leisten. Nur so ein Gefühl von mir. Aber auf jeden Fall bedanke ich mich für euch, danke ich mich bei euch fürs Zuschauen. So rum wird ein Schuh draus. Also danke dafür, bis zum nächsten Mal und tschüss.